Die Vorfreude auf das FVM-Pokalspiel gegen Bergisch Gladbach war riesengroß. Unsere Viktoria wollte sich unbedingt für das frühe Ausscheiden in der ersten Pokalrunde aus dem letzten Jahr an gleicher Stelle und ebenfalls gegen Bergisch Gladbach revanchieren. Dabei musste die Mannschaft allerdings krankheitsbedingt auf ihren Kapitän Mike Wunderlich verzichten und auch sonst stellte Trainer Heiko Scholz sein Team auf einigen Positionen um. So spielte Moritz Gillen heute das erste Mal von Beginn an für Dominik Poremba und sollte im Laufe der Partie auch zu einer spielentscheidenden Figur werden. Wir springen aber zunächst in die 27. Spielminute und beginnen mit der ersten richtig dicken Chance für unsere Viktoria. Giovanni Federico leitet mit einem schönen Pass auf David Müller diesen Angriff ein. Der bedient mustergültig Buadu, doch der scheitert zunächst an Djebula, dann aber ein Durcheinander im Gladbacher Strafraum. Und auf der Linie wird der Ball gerade eben noch so vor dem einschussbereiten Fatih Canan geklärt. Und auch die nächste Szene gehört unserer Viktoria. Über die rechte Seite zieht Cataldo Kotzer zur Grundlinie und bringt den Ball scharf in den Strafraum. Auf den Kopf von Buadu, vorbei! Da ärgert er sich zu Recht, das war eine super Chance. Danach folgt der Sprung in die zweite Halbzeit und die erste Chance gehört unseren Gästen aus Bergisch Gladbach. Nach langem Einwurf landet der Ball bei Gino Windmüller und Maurice Gillen beweist nach diesem Schuss das erste Mal eindrucksvoll sein können. Das war eine klasse Parade. Im direkten Gegenzug kombiniert unsere Viktoria mit Kotzer und Chandan stark über die rechte Seite. Chandan bringt den Ball perfekt auf Buadu. Doch bei unserer Nummer 9 war heute einfach der Wurm drin. Und so musste er nach dieser Aktion auch für den neuen Spielkommenden Ercan Aygüdmus seinen Platz im Sturmzentrum räumen. Und der hatte auch direkt die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Der Eckball landet auf seinem linken Fuß, doch auch Aygüdmus verzieht knapp. Dann wieder einmal ein Lebenszeichen von Bergisch Gladbach, weiter Freistoß in unseren Strafraum. Über Umwege landet der Ball bei Kapitän Rashid Eckert, Traumtor! Plötzlich steht es hier unerwartet, aber nicht unverdient, 1:0 für unsere Gäste. Aus der Distanz fasst er sich da einfach mal ein Herz und trifft zur Führung. Und die Gladbacher ließen auch in der Folge nicht locker. Gehen hier im letzten Moment mit einem starken Reflex gegen Abdelkader Moore. Und damit rüttelte er seine Kollegen wach. Wundervoller Pass von Federico auf Aygüdmus. Der verletzt in alter Torjägermanier Djebula. Und es steht 1:1. Danach war erst einmal Schluss. Nach 90 hart umkämpften Minuten hieß es unentschieden und es ging in die Verlängerung. Die musste Bergisch Gladbach aber in Unterzahl bestreiten, da Ricardo Retterath nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte sah. Die erste Aktion gehörte dann auch wieder unserer Viktoria. Nach Unordnung in Gladbachs Hintermannschaft landet der Ball erneut bei Ercan Aygüdmus, aber der scheitert im letzten Moment an Michael Djebula. Es folgte ein offener Schlagabtausch, in dem auch Bergisch Gladbach noch einmal seine Chancen hatte. Hier geht Dennis Öztürks Schuss aber über das Tor. Anschließend dann die letzte Szene der Verlängerung, die Gästetrainer Dietmar Schacht später als spielentscheidend wertete. Gladbach im Angriff. Gillen verlässt seinen Strafraum und es sieht so aus, als würde er den Ball mit der Hand spielen. Er bekommt jedoch nur die gelbe anstatt der im Regelwerk für solche Aktionen festgelegten roten Karte und es geht mit Maurice Gillen im Tor ins Elfmeterschießen. Die Spannung im Sportpark Höhenberg war nun also an ihrem Siedepunkt. Unsere Gäste durften beginnen. Bastian Volker tritt an, unverwandelt sicher. Unser erster Schütze hieß Manuel Glowacz. Und auch der verwandelt. Als nächstes tritt Norman Wärms. Und super Parade! Gillen hält seinen ersten Elfmeter. Dann David Müller. Drin! Das erste Mal liegt unsere Viktoria heute in Führung. Und weiter geht's mit Dan Buska. Ebenfalls sicher. Nächster Schütze ist Kukielke. Und er bewahrt unsere Führung. Auf der Gegenseite verlädt Abdelkader Muel Gillen. Dann langer Anlauf von Alex Vogt drüber. Rashid Eckert kann nun ausgleichen. Und er trifft. Behält Fatih Canan die Nerven. Ja, 5:5. Für die Gäste jetzt Gino Windmüller. Und Gilde zum zweiten Mal. Überragende Parade. Der eingewechselte Sascha Eichmeier kann nun alles klar machen. Unglaublicher Anspruch. Und er löst sie. 6:5.
und der Jubel kennt jetzt hier keine Grenzen. Unsere Viktoria gewinnt dieses verrückte Spiel nach Verlängerung und Elfmeterschießen und steht nun in der zweiten Runde des FVM-Pokals. Am kommenden Freitag geht es dann aber zunächst einmal wieder in der Liga weiter mit dem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden aus Siegen.